Hallo liebe Angelfreunde, ich bin's heute, euer Christian und unterwegs mit dem André von Mikado. Wir sind an unterschiedlichen Fließgewässern und wollen vorwiegend Hechte fangen, aber auch andere Raubfische könnten natürlich mitspielen. So André, was sagst du? Wetter ist ja nicht ganz so gut heute. Ja, der Regen ist ein bisschen viel Regen, sag ich mal. Schrecklich, ja. Ist schrecklich. Aber eigentlich sind die Bedingungen für Hecht gar nicht mal so schlecht. Das Wetter ist recht trüb. Ich denke, da wird schon was gehen heute. Genau, wir haben schon etliche Flusskilometer hinter uns, hatten auch schon ein paar geile Attacken. Einen kleinen Hecht konnten wir fangen, das habt ihr gesehen. Die erste Jacke ist nass geregnet. Der André war so lieb, um mir hier eine Jacke von sich zu geben. Sonst wäre ich jetzt schon pitschnass. Also mit diesen Bedingungen haben wir nicht gerechnet. Dauerregen. Aber wir machen das Beste draus und wollen euch natürlich ein paar Fische zeigen. Genau. Geben wir Gas. Auf jeden Fall. Leg los. Ja. Also ich habe mich heute aufgrund der Wetterbedingungen für ein recht natürliches Dekor entschieden. Mit Reflexstellen, das heißt einen orangenen Bauch und oranges Paddel hinten. So hat der Fisch von unten, wenn er also von der unten guckt, ganz guten Kontrast zum Himmel. Und kann dadurch den Köder sehr gut wahrnehmen. Den natürlichen Dekor habe ich eigentlich gewählt, weil das Wasser auch recht klar ist, damit der Fisch nicht so verschreckt wird. Als Montage benutze ich unsere Jaws Stinger Systeme. Die haben vorne eine Schraube zum Einschrauben und sind dann mit Tönchenwirbeln verbunden mit dem Drilling. Damit der Köder etwas tiefer läuft, habe ich hier vorne noch ein 3 Gramm Blei eingehängt. Die gibt es auch von unserer Jaws Serie. Das ist, um den Köder dann ein bisschen zu beschweren, so dass er auf Tiefe geht. Also als letzten Meter an meiner Schnur verwende ich immer ein Stück Fluorocarbon. Da habe ich hier einen 0,35er Fluorocarbon aus der Jaws-Serie. Und zum Schluss nehme ich dann immer noch eine Stahlspitze. Beim Hechtangeln ganz wichtig. Aufgrund der Hechtzähne ist sehr bekannt, dass die Schnur sonst sehr schnell bricht. Und um da halt wirklich auf sicher zu gehen, nehme ich immer noch ein Stück Stahl nachher, was ich angel. Da wir heute hauptsächlich an recht flachen Gewässern unterwegs sind, die eine Durchschnittstiefe von, ich sag mal, 1 bis 2 Meter haben, fische ich auch meistens oder viel flachlaufende Köder. Hier setze ich zum Beispiel auf den Fish Hunter Plate, das ist unser Jerkbait, den gibt es in 2 Größen, in 14 und in 18 cm. Der läuft, ich sag mal, circa einen Meter tief, 1,5 Meter kann man den führen, kann man aber auch flacher führen. Macht eine schöne Zickzack-Action und ist eigentlich auch immer ein Hechtgarant. Ja, ein weiterer Lieblingsköder von mir ist der Sicario, hier in der 14 cm Größe. Mit der angeboten an einem Jaws Stinger-Vorfach. Der läuft so, ich sag mal, circa 10 cm unter der Oberfläche. Ich habe jetzt hier noch ein 3 Gramm Blei dran gemacht. Und dann kommen wir so, ich sag mal, auf 20 bis 30 cm unter der Wasseroberfläche. Macht auch eine schöne flankende Aktion und ist damit auch ein Top-Hechtköder. Hier einmal der M-Shed, ein weiterer flachlaufender Gummi. Etwas voluminöser als der Sicario. Mit einem größeren Paddelschwanz, hat eine recht große Aktion im Wasser, recht ausladend. Gibt es auch in verschiedenen Naturdekoren, hier zum Beispiel der Barsch. Und Barsche gehen eigentlich immer als Futterfisch. So André, was für ein Wetter. Den halben Tag haben wir jetzt schon rum, also 2 Stündchen bleiben uns noch. Und es hat wirklich die ganze Zeit ununterbrochen geregnet. Mal stärker, mal weniger, mal große Tropfen, mal kleine Tropfen. Aber es hat die ganze Zeit geschüttet. Die zweite Jacke ist jetzt auch fast durch hier. Wir hatten etliche Attacken gehabt auf diese großen Gummifische, die haben echt gut funktioniert. Der Sicario in 14 cm, der lief wirklich super. Ist auch mittlerweile komplett zerhackt eigentlich. Aber leider waren es nur die Attacken, die sind immer auf den Schwanz hinten gegangen. Ziemlich weit hinten gebissen, so dass auch der Stinger nichts gebracht hat. Aber schauen wir mal weiter, vielleicht kommt ja noch der ein oder andere, der sich... Mal schauen. Also, das ist Angeln und nicht Fische fangen, das heißt...
Wir haben auch extrem niedrigen Luftdruck, dann hier dieses totale Regenwetter den ganzen Tag. Aber wir hatten diese Attacken gehabt. Ich habe auf der Brücke gestanden und habe gesehen, wie die Hechte von unten nach dem Köder geschnappt haben. Ich hoffe, ich habe sogar einen auf der GoPro erwischt. Aber ja, das war auch für mich was Besonderes. Ja, waren schon schöne Momente dabei, muss man ganz ehrlich sagen. Hätten wir alle Fische bekommen, dann hätten wir jetzt ein paar mehr für die Kamera. Und, einen habt ihr gesehen. Ja. Und es waren wirklich alle auf Sicht, die auf sich gebissen haben vor den Füßen, so dass man wirklich gesehen hat, wie sie auf den Köder drauf gegangen sind. Und war schon spannende Sache auf jeden Fall. Wir haben jetzt noch hier dieses kleine Stadtgewässer, so ein Stadtweiher. Den werden wir noch ein bisschen ausfischen. 2 Stunden bleiben uns. Der Regen ist jetzt fast vorbei. Ab und zu kommen noch ein paar kleine Tröpfchen aus den Bäumen. Aber es ist jetzt gut trocken und wir freuen uns, dass die Klamotten mal wieder ein bisschen trocknen können und werden jetzt noch mal Gas geben. Ist angenehmer. Auf jeden Fall. Los geht's. Ja. Ja, André, was ein Angeltag, oder? Ja, sag ich dir, mit Höhen und Tiefen. Mit viel, viel Regen. Also so viel Regen habe ich in meinen 8 Jahren Big Fish Media Filmerei noch nie erlebt. Ja, und jetzt zum Feierabend wird es trocken. Jetzt die Sonne kommt raus. Ja. Aber wir sind beide nass durchgefroren und haben alles gegeben, würde ich sagen. Du auf jeden Fall. Ja, alles versucht, aber hat zum Schluss dann doch nicht mehr geklappt. Also wir hatten ja jede Menge Attacken. Also ich muss sagen, heute Morgen, das war richtig Nervenkitzel. Also 5, 6 Attacken hatten wir auf jeden Fall. 2 davon haben wir live unter der Brücke beobachten können, was richtig geil war. Einen kleinen hast du gefangen. Von daher ein verloren. Schneider bist du nicht. Verloren. Stimmt. Ein verloren. Schneider bist du auf jeden Fall nicht. Und es gibt hier noch größere Hechte, da bin ich mir ganz sicher. Da, auf jeden Fall. Hast du auch schon am eigenen Leib erleben dürfen. Ja, gerade hier an der Stelle oder an diesen Stellen hier haben wir auch schon schöne von über 90 Zentimetern gefangen. Ja, super. Und die gibt es auf jeden Fall, aber ja, wenn sie nicht wollen, dann macht man nichts. Jeder Tag ist Angeltag, aber nicht jeder Tag ist Fangtag, sagt man ja. Und so war es heute. Das Quäntchen Glück hat noch gefehlt. Vielleicht kriegen wir ja jetzt noch in dem letzten Wurf. Genau, das wäre es auf jeden Fall. Die Kamera läuft. Wir hätten es dann live drauf. Ja. Nee, aber herrliche Gewässer hier. Auf jeden Fall viel gesehen. Ja, schön ist halt, dass es hier wirklich von Kanälen über, ich sag mal, Stadtteiche, Polder, alles. Ja. Plus eigentlich alles gibt. Auf kleinstem Raum. Ja. Wir sind nicht viel Auto gefahren. Aber hier würde ich, glaube ich, auch gerne mal auf Friedfisch angreifen. Ja, bietet sich auf jeden Fall an bei den ganzen Seerosen. Seerosen und Schilfkanten. Sieht toll aus, genau. Wirklich toll aus. Tolle Gewässer. Ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Ja, hat nicht sollen sein. Dann. Liebe Leute, ihr habt gesehen, der André hat alles gegeben. Und ja, an den Ködern und an den Ruten und Rollen, die haben toll zusammengearbeitet, wird es nicht gelegen haben. Denn es gab Attacken. Heute Morgen hatten die Fische Bock. Genau, also der 14 cm Sicario war heute auf jeden Fall. Ja, du wirst mir ein paar mitgeben und ich werde bei mir am See auch mal damit fischen. Lief auf jeden Fall toll, das Teil. Und auch diese Montage, die du hier hast, mit dem Aufschrauben des Köders, das hat wunderbar funktioniert. Ja. Schöner großer Drilling drunter zum Hechtangeln, perfekt. Ja, von der Position eigentlich auch super. Genau, kannst also, schön von unten greifen. Genau, schönes Spiel noch, also völlig flexibel der Köder, trotz des Systems kann man komplett. Nee, auf jeden Fall hat mich überzeugt. Ja, da gilt es mir zu sagen, schaltet ein, wenn es wieder heißt, Big Fish Media am Wasser. Den André werdet ihr auf jeden Fall nochmal wiedersehen und wir werden auch noch schöne Fische zusammenfangen, da bin ich mir sicher. Ich denke auf jeden Fall. Genau. Danke dir. Ich danke auch. Schöner Tag gewesen mit dir. Ja, auf jeden Fall hat Spaß und, gemacht. Und müssen wir definitiv wiederholen. Ich freue mich. Netter Kollege. Ja. Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.